Willkommen zurück zu Pokémon Silber! Wir machen heute die Arena von Rocco. Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gestein-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du dafür bereit? Ich weiß nicht, also, ich habe ein Wasser-Pokémon und ich habe ein weiteres Pokémon mit Wasserattacken. Also die Länge von Gestein-Pokémon-Kämpfen, ich glaube, die können wir mal ganz drastisch verkürzen. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Ich merke gerade, ich habe tatsächlich gar nicht Lugia drin. Das heißt, ich habe nur ein einziges Wasser-Pokémon. Was aber kein Problem darstellen sollte. So, Sternschauer. Da schauert uns ein Stern entgegen. Natürlich ein Volltreffer, natürlich, warum nicht? So, und eigentlich müsste er One-Hit sein mit dem Surfer. Ich wüsste jetzt nicht, warum ein Sandama den Surfer überleben sollte mit dem Level-Unterschied. Ja, easy. Nice. Das war's. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Hey, du da, Trainer aus Johto. Rocco ist stark. Es wird der übel bekommen, wenn du ihn nicht ernst nimmst. Ich nehme ihn auch nicht ernst. Warum sollte ich? Das ist ein Waschlappen. Und ihn machen wir jetzt nass. Wow, es kommt nicht davor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwerfallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Okay! Oh Gott, warum finde ich diese Pose so lustig? Da ist ein Georock. Das Ding ist bei dem Kampf, Rocco hat starke Pokémon, aber das Problem mit Gestein-Pokémon, sie können nichts, weil man Wasserattacken hat. Dann sind sie eigentlich immer One-Hit. Also wenn er jetzt nicht One-Hit ist, dann wundert mich das. Na, die können zwar auf Finale einsetzen und all das, also ich weiß jetzt nicht, ob Roccos das können, aber generell könnten die das. Aber die kommen nicht mal dazu. Gut, okay, bei Amorosus hat das Problem, es ist Gesteinwasser. Das heißt, das Wasser normal effektiv sein müsste. Oder? Richtig? Ja, normal effektiv, ja. Das heißt, er kann nochmal angreifen mit seiner Dornkanone. Ja, komm, spur das vor. Zack, zack, zack. Okay, ja, macht ein bisschen Damage, aber... Das war das Einzige, was du mir zu bieten hast. Das ist schon ziemlich schwach. Dafür, dass du auf meinem Level bist, bist du echt ziemlich schwach. Ich bin ein bisschen höher, aber ist auch nicht so ein großer Unterschied. Onix. Hättest du doch zumindest einen Stalos haben können. Das Ding ist halt bei Onix. Onix kriegst du immer ganz früh in dem Spiel. Es ist gut als erstes Pokémon, aber später, Late Game, macht Onix keinen Sinn mehr. Entwickel es doch einfach. Onix wird dann nicht mehr gut genug. Finde ich zumindest. Kabutops, das zweite Fossil-Pokémon, also beide Fossile. Soweit ich weiß, ist das... Nurgestein? Ich glaube, es ist Nurgestein. Nein? Auch Wasser? Gestein, Wasser? Ich habe Kabutops nie gehabt. Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ihr seht, man kann einfach mit einem Garados die ganze Arena vollfluten und hat trotzdem gewonnen. Also es ist sehr einfach, vor allem ab diesem Punkt des Spiels. Ich meine, die Entwickler haben extra die Level hochgemacht, aber das heißt ja einfach nur dann für mich mehr Erfahrungspunkte. Oh, Rihorn. Nicht mal Rizeros. Nicht mal Rizeros hat der, nur Rihorn. Das ist sehr enttäuschend. Komm, geh weg, ich will ihn mal sehen. Das ist sehr enttäuschend. Und du bist tot. Und das war Rocco. Ziemlich einfach, würde ich sagen. Kein Problem. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker, als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Okay. Ba-ba-dam. Wir haben den Felsorden erhalten. Yeah. Danke, Mike. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Yay!
Somit fehlen uns nur noch zwei weitere Orden. Aber bevor wir uns auf die Jagd nach denen machen, möchte ich erstmal woanders hin. So, wir wollen nämlich erstmal den Mondberg besuchen gehen. Das ist nämlich der letzte Ort, wo wir noch nicht waren. Also, der letzte nicht wichtige Ort, wo wir noch nicht waren. Und wenn wir den haben, dann gibt es sowieso nur noch Orte, wo wir sowieso hin müssen. Mondberg ist mehr oder weniger optional, soweit ich weiß. Und deshalb möchte ich einfach mal hin. Ein bisschen mehr noch machen für die letzten paar Folgen des Let's Plays. Und ich merke auch gerade, vielleicht sollte ich lieber meine Pokémon nochmal wechseln, weil... Ist eigentlich egal, ja. Ist eigentlich egal. Die wollen kämpfen, oder? Ja, wir wollen alle kämpfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, und dann denkst du dir, komm, ich bleib hier einfach mal stehen. Für 3 Jahre, bis hier ein zweiter Trainer vorbeikommt. Okay. Ja, okay, komm, Ibitak. Da holen wir Amphi und dann Donnerschlag. Das war's. Dafür hast du jetzt 3 Jahre gestanden. Ich wusste es. Du hast gleich einen starken Eindruck gemacht. Ich hatte Angst, gegen dich zu kämpfen. Okay. Cool. Hier gibt's nichts. Okay, die haben mir aber viele Trainer weggemacht. Ich bin schnell wie der Wind! Aber ich habe auch das Gefühl, die haben wie die Hälfte von Kanto weggemacht. Im Vergleich zu was da war in Rot und Blau. Was ja auch nicht schlimm ist, es ist ja nur eine Afterstory, wo man halt die Region nochmal erkundet, aber ist trotzdem was, worüber man reden kann. Mama Drachenwut. Passt zu mir nämlich ziemlich gut zu Radikal. Macht ja auch nur Attacken, die bestimmte Amount of Damage machen. Arbok. Da kann Melly eigentlich mal rein. Wegen Büß. Ich bin paralysiert, das ist nicht schön. Melly ist ausgewichen, das ist schön. Aber du bist tot. Bye bye. Und Level up, das freut mich. Hinfort geweht! Nein. Ich sage das ganze Jahr Schott. Das ist meine Auffassung von Mode. Also, wenn's Winter, wenn Winter ist und es richtig krasser Hagelsturm kommt, dann trägst du immer noch Shorts? Sicher? Oh, das Wetter ist so schön wie immer. Ja, es ändert sich ja auch nie. Bleibt immer das gleiche Wetter. Und spuck mich nicht an mit deinem Feuer. Seit wann bist du überhaupt hier? In Turn 1 gab es keine Feuerspucker. Wenn wir erstmal weg. Ich wollte eigentlich Surfer machen, aber Whirlpool ist auch okay. So, weg. Smogmog, weg. Du willst Regentanz erlernen? Nein, danke. Und bye bye. Die Sonne scheint, dennoch bin ich nass. Lol. Bei Regen ist eine Entzündung sehr schwierig. Tja, oh, verdammt. Die Vergiftung. Sie schadet mir immer noch. Autschi, autsch. Mondberg, Platz. Geh einfach die Treppe hoch. Verdammte Scheiße. Okay, ich gehe schon die Treppe hoch. Wie will ich so ausrasten? Komm schnell her und schau! Was ist denn los? Hast du ein legendäres Pokémon gefunden? Ja, Pokémon Go! Na, dann ist er wertlos. Oh. Ansage. Spaß. Spaß. Bye bye. Schneckmark. Dieser Schneckmark-Sprite. He seems some shit. Cool. Okay. Gay, 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 gay. Das macht Spaß! Was macht Spaß, mich zu verarschen oder was? Ich bin der beste Feuerspucker in Kanto, aber nicht der beste Trainer. Ja, und warum sollte ich herkommen und schauen? Seltsamer Kauz. Okay, wir brauchen ein bisschen Heilung für unsere Pokémans. Na gut, eigentlich brauchen wir nur Gift und Paraheilung. Habe ich aber nicht, oder? Jum, jum, jum. Ja, hatte ich nicht einen Hyperheiler? Doch, hatte ich. Natürlich hatte ich die. Jum, jum. Okay. Patrick! Was macht er denn hier? Es ist schon lange her, Mike. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, was meinen Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Mike, wir beweisen es dir! Okay, dann zeig mal her. Neuer Sprite.
Die Leute, die dachten, das wäre der letzte Kampf gegen den Rivalen gewesen. Nope. Hier gibt es eine weitere Runde und ich habe vergessen, rüber zu switchen zu Melly. Ich denke, Melly wäre hier die beste Entscheidung. Aber Kreideschrei. Was macht Biss? Nicht so viel. Guck mal. Mach auch nicht so viel. Kratzer? Kratzer macht gut. Okay. Scheiße, mach ich viel Damage. Das ist nicht so schön. Goldbart. Das ist nicht mal ein X-Bart. Was willst du mir beweisen? Wenn du ein X-Bart hättest, dann könntest du mir was beweisen. Dann könntest du mir zeigen, dass du Liebe in deine Bogen reingesteckt hast. Hast du aber nicht. Wie man sehen kann. Also, Flügelschlag, Volltreffer. Ich zeig dir den Volltreffer, der du mich kämpfen lässt. So. Biss! Okay, nein, das bringt nichts. Amphi! Los, Amphi, hilf mir! Setze mich, Amphi! Blitzkanone! Können wir auch mal sehen, wie es funktioniert. Außer statt mich selbst, dann kriege ich natürlich richtig viel Damage. Komm schon, ignoriere die Vögelchen und greife an! Blitzkanone! Und da bist du down! Bis dann und ciao! Magneton. Okay. Wie du willst. Wenn du abgefackelt werden möchtest. Flammenrad. Cool. Impagator. Aha. Guck mal. Starter gegen Starter? Nee, kein Bock. Ich mach einfach Starter gegen ersten Encounter. Blitzkanone. Grimasse geht daneben und Blitzkanone trifft. Komm schon, das muss one hitten. Come on, please. Yes! Bam, ba, da, bam, ba, da, bam. Level 47. Wir kommen an die 50. Ganz nah ran. Sehr nice. Oh, Gengar. So, da wäre jetzt Melly ganz gut. Oh, wie es mich angrinst. Ich muss schnell heilen. Zack. Okay, und jetzt Biss! Lecker Gengar! Hat er früher gesetzt? Ich glaube schon. Ist egal, er ist tot. Bye bye! Letztes Pokémon von ihm ist ein Simsala! Okay! Moment, du hast irgendwen zum Tauschen gefunden? Mit wem hast du deinen Kadabra getauscht? Hm. Vielleicht etwa mit einen von Team Rocket. Möglich wär's. Ich sterbe gerade. Geh weg! Du sterb ich! Okay, gewonnen! Wow, hast immer noch nichts drauf, mein Freund. Aber danke für die Erfahrungspunkte. Ich glaube immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien. Aber ich habe versagt. Du hast mich fair besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein. Wie keiner vor mir war. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Mike. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Dann besiege ich dich. Bis dann und ciao. Okay. So, wir konnten noch ein bisschen die Höhle. Weil ich gerade so lustig drauf bin. Und Mondbergplatz. Schutt abladen verboten. Das ist eine sehr schöne Musik, die war ich noch nie. Die habe ich euch gerade zum ersten Mal. Wo bin ich denn hier? Gibt es Items? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Items, oder? Hört sich sehr friedlich an hier. Gehen wir mal rein. Oh, jetzt ändert sich Musik, wow. Willkommen, womit kann ich dienen? Okay, was hast du hier? Trinken. Abbildbrief. Okay, das ist nur Müll. Was ist mit dir? Bei Sonnenuntergang kommt Bibi raus, um zu spielen. Ja? Cool. Ja, dann würde ich. Würde ich vorschlagen, dass ich dann in der nächsten Folge mal zeige, wie das dann aussieht mit Pipi. Hier ist übrigens der Ausgang zu Azuria City. Wenn wir die kämpfen? Oh, die wollen kämpfen? Wusste ich gar nicht. Ich spüre, dass ich gewinnen kann. Mal sehen, ob das stimmt. Ja, mal sehen.
So, eigentlich will ich nur noch hier zeigen, wo man hier hinkommt und dann könnten wir theoretisch schon wieder zurück. Und dann neue Städte erkunden. Die letzten paar, die es gibt. Ja, okay, sie hat sehr schwache Pokémon. Komm schon, Garados kriegst du es doch selber hin, oder? Auch wenn es Elektro ist. Ja. Ah, du bist so stark. Ich hörte, dass Pipi am Mondberg auftaucht. Aber wo soll das sein? Ja, es ist eigentlich super einfach zu finden. Weiß nicht, was das Problem ist. Die wollen alle kämpfen, als ob. Es gibt Neuigkeiten über den Vorfall im Kraftwerk. Okay, und das wären? Was für Neuigkeiten? Du hast einen Taubsi! Dein Ernst? Weg mit dir. Bye, bye. Zauberboss ist auch erbärmend. Oh. Hi, Zauberboss. Das hab ich gesagt. Oh, weggeschwemmt. Ja, doch. Hab alles nur gemeint. Bye. Ich habe verloren? Das ist auch eine Neuigkeit. Ich gehe jetzt zum Kraftwerk. Ist es beim Felstunnel? Ja, wenn du nicht mal weißt, wo es ist, warum willst du dann dahin? Warum willst du hin, wenn du gar keinen Plan hast, was du überhaupt hier machst? Ich? Ja, du? Du was? Astrid? Mit ihrem V-Senior. Dieser Sprite von V-Senior, so komplett dunkel. Gott, das sieht so seltsam aus. Weg mit dir, ich will das nicht mehr sehen. Bye bye. Weggeschwemmt. Oh, Galoppa. Du schreit wegen Pain, so viel Wasser. Und tot. Yay. Ich sollte wohl noch mehr trainieren. Ja. Mag sein. Hier findet man ein KP Plus für die, die Bock drauf haben. Und ja, vielleicht erinnert euch jetzt, wo wir sind. Wenn ich nämlich jetzt hier runtergehe, mag ich lieber nicht. Aber ihr seht schon, hier unten ist die Route von Azuria City, wenn man nach links geht. Und ja, das ist ein einmaliger Weg. Und ich habe eigentlich nichts mehr zu zeigen für diese Folge. Mondberg wurde super krass gekürzt. Okay, nice, cool. So, und da ich die Folge noch nicht beenden möchte, können wir ja schon mal uns zu den nächsten Chatten begeben. Ich meine, warum nicht? Wir haben sowieso jetzt nicht mehr zu tun. Das war alles, was ich zeigen wollte in dieser Folge. Von daher, bam, 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 gehe ich ganz kurz mal heilen und dann gehen wir nach unten. So, das war die Heilung. Genau. So, jetzt wird schön mit dem Fahrrad schnell nach unten reisen. Möchtest du kämpfen? Sie stechen, wenn du ein Bad nimmst. Okay, cool. Ich glaube, da haben wir schon besiegt. Warum ist hier so ein großes Labyrinth? Das ist neu. Oder ist hier der Wald? Okay, ich finde meinen Top-Tank. Haben die den Vertania-Wald weggemacht für dieses Labyrinth hier? Hier ist ein Überheiler. Nice, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit, stecke ich gerne ein. Weil, warum auch nicht? Nein, nein. Oh, hier ist ein Top-Ether. Okay. Oh, ist hier eine Beere? Eine Gegengiftbeere. Okay. Okay, interessant. Die haben ja alles umgebaut. Beleber. So, wir können noch rechts nachgucken, was da gibt. Das machen wir später. Vielleicht sogar in der nächsten, ich glaube sogar direkt in der nächsten Folge. Mhm. Ja, hier gibt's nichts mehr. Und hier ist dann. Moment, was? Das ist der Vertania-Wald hier? Das hier soll der Vertania-Wald. Oh wow. Oh wow, was ist nur aus dem Budget passiert? Oh Gott. Level 3 Hornliu. Geil. Ja, wow, cool. Und was gibt's hier noch so? Nichts. Yay, gar nichts. Oh, noch ein paar Trainer sind hier platziert worden. Meine Käfer-Pokémon sind zäh. Du wirst verlieren. Nö, du wirst verlieren. Wow, Vibor. Oh, soll ich jetzt Angst haben? Bye bye. Bye bye. Ja. Ich wurde vermöbelt. Ich werde mir stärkere Käfer-Pokémon suchen. Mach das. Warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Warum gibt es allgemein keine weiblichen Käfersammler? Warum?
Ist ja nicht so, als gäbe es kein einziges Mädchen auf der Welt, das kein Käfersammler ist. Es gibt bestimmt weibliche Käfersammler. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es die nicht gibt. Ja. Seltsam. Warum Nintendo das nicht macht. Sinnlos! Käfer-Pokémon zischen wie Plüschtiere, wenn du sie auf den Bauch drückst. Ich mag das Gefühl. Okay, bye. Kleines Kind mit psychischen Problemen. Route 2. Verzania City. Mamoria City. Oh yeah, wir sind jetzt in Verzania. Willkommen in Verzania City, dem Tor zum Indigo-Plateau. Und genau hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Wir werden wahrscheinlich sogar 2 Orden kriegen, wenn wir es schaffen. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall dabei in der nächsten Folge. Die wird dann auch ein bisschen spannender als diese hier. Hier habe ich ganz viel rumgelabert, weil ich selber keine Ahnung hatte, was passiert. Aber ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Warum rede ich so komisch? Weiß es nicht. Egal. Hier ist das Outro.